Hey, yo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Warhammer Total War 2? Ich glaube, so heißt. Ich habe nie Ahnung, ist es jetzt Warhammer oder andersrum? Ich glaube, es ist Total War Warhammer 2. So rum müsste es sein. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Das ist ja das Schöne. Genau, ich bin ein kleiner Suchti. Wir haben jetzt, keine Ahnung, Viertel vor sieben. Ich habe immer noch Kopfweh. Liegt, glaube ich, aber daran, dass ich das Cortison jetzt abgesetzt habe und das Immunsystem so ein bisschen zickt. Das ist, ich meine, wenn ich es noch 3 Wochen ganz langsam, aber ne. Na, es ist wie es ist. Und dann fertig ist. Das ziehe ich jetzt durch, das halte ich durch, das geht schon. So, wir kämpfen gegen Malagor, das dunkle Omen. Das ist ein legendärer Held. Der hat, ja, eine Menge Winde. Ich habe gar keine Winde. Das ist schlecht. Man sollte eigentlich müsste ich hier einen Magier mit haben bei Krieg. Einfach weil es dumm ist, nicht die Winde der Magie zu benutzen. Selbst wenn du bloß den schlechtesten Zauberer der Welt hast, ist es immer noch gut, die Ressource zu haben und zu benutzen. Und ich habe sie nicht. Ich meine, ich habe hier ein paar Boni. Ja, die sind nice, aber. So, jetzt gucken wir mal, gegen was wir kämpfen. Wir haben hier noch die Unterstützungsarmee. Die besteht halt nur aus Clanratten und Sklaven. Nicht sehr stark, aber Hammer-Amboss-Strategie, ziemlich gut. Vor allem, weil wir einen Hinterhalt haben. Das heißt, da kann ich schön. Ich hab gestern erst gesehen, dass die KI, ich weiß nicht, wie es bei SFO ist, aber die KI soll grottenschlecht sein bei Hinterhalten. Ich weiß auch nicht, warum der so seltsam dasteht. Und das würde ich gerne ausprobieren, ob die wirklich so cheesable ist. Er hat Monster, Beastman Giant und ein paar Warhounds. Giant Feral Manticore ist auch böse. Und dann halt viele Speerträger, ein paar Streitkolben, Axt-Dingsies. Ja, voll egal. Der ist halt böse, weil der kann zaubern. Ja. Hat der, oh, Nachladerate, das heißt, er zaubert viel. Oh ja, Schmaus der Krähen, ganz gefährlich für Skaven. Entkräftigung, oh. Beastman Roar. Muss man mal schauen, Harpien. Wie schaut denn das Schlachtfeld aus? Oh. Okay, da haben wir Möglichkeiten, würde ich sagen. Es ist halt die Frage, erstens, wo kommt unsere Verstärkung her? Je nachdem muss ich mich anders aufstellen. Und wie rum läuft er? Ich glaube, er wird halt hierhin laufen, in die Richtung. Also so. Ja, muss ich mal gucken. Ich will es cheesen. Ich bin auch sehr gespannt, wie diese Red-Dingsies performen werden. Diese, wie heißen sie? Keine Ahnung, die Elite-Super-Units. Kein Plan. Muss ich mir anschauen. Hunger habe ich auch. Bläh. Alles doof. Aber ja. Gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Ich sollte es auf jeden Fall schaffen können. Weil mehr als die Hälfte der Armee ist nicht stark. Und die kann ich halt wirklich mit in die Zange nehmen, vernichten. Und der Rest sollte dann mit Army Loss Penalties fliehen. Die Harpyien sind nervig. Die muss ich halt. Da muss ich aufpassen gegen die Kanonen. Aber ansonsten ist das kein Thema. So. Also. Genau. Das sind die Warhounds. Und er läuft in die Richtung. Okay, das muss man auch erstmal wissen. Und meine Verstärkung kommt von hier hinten. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich würde gucken, dass ich meine Kanone hier aufstelle. Na? Weil dann kann die richtig schön feuern. So, schaut euch das mal an. Das ist richtig, richtig gut. Das heißt, hier hinten stehen die Kanonen möglichst weit weg von allem, damit da gar nichts Schlimmes passieren kann. Weil sie kann feuern, das passt schon. So. Und normalerweise will man beim Ambush ja drauf gehen, ne? Richtig, richtig drauf von allen Seiten und die crushen und so. Aber Red Guards, okay. Aber das will ich jetzt nicht. Na, was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich will. Wie baue ich mir das jetzt auf? Die bleiben auch eher hinten stehen. Okay. Speere hier.
So, ich muss mal gucken, wie ich mich hier aufstelle. Ist nicht so easy. Aber ich möchte das schon gescheit haben. Maces, wo habe ich noch Maces? Hier. Okay. Ne, das sind Maces. Wo sind nochmal Maces? Hier. Ah, die müssen gedreht werden. Genau. Ne, warte. So rum. Na, ich will es aber so haben. So. Genau. Speer. So, und dann haben wir hier noch Speer mit Schild. Hier Speer mit Schild. Ich glaube, das muss ich so rum machen. Jetzt müsste es passen. So ungefähr. Keine Ahnung, ich bin so durch. Mein Kopf, wir sind so scheiße, Mann. Ja. Egal. Wir stellen uns hier auf. Schön, schön breit. Irgendwie. So, ungefähr. Ja. Die würde ich mal hinten hinstellen. Ich meine, die sind ganz gut, aber so zur Defense. Ja, da. Die Harpien. Genau, wegen den Harpien. Das macht Sinn. Schießen kann ich weghauen. So. Und die sind gut gegen große Feinde. Das heißt, der schießt erstmal auf den Manticore oder so. Mal gucken. Oder einfach auf die Warhounds. Muss mal gucken. Der ist eigentlich nicht so gefährlich. Eigentlich müsste es der Manticore sein. Ich glaube, ich falle auf den Manticore. Gegen große Feinde. So. Schauen wir mal. Ne? Und gut, das Schaden will ich jetzt nicht machen. Das heißt, die Fähigkeit benutze ich nicht. Waffengrundschaden ist, glaube ich, nur für Nahkampf. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Und hier kommen Verstärkungen. Und die können sich dann hier aufstellen, wenn sie rauskommen. Und dann können wir hier so ein komplette Schnappfalle machen, ne? Schnapp, schnapp. Wie schnapp wie das Krokodil. Und gut ist. Und ich glaube, das passt. Das ist jetzt mein Plan. Wahrscheinlich sollte ich mit denen noch weiter zurück. Einfach damit ich. Damit ich ihn nicht trigger. Weil ich habe halt bei Legend gesehen, dass die KI sich einfach nur defensiv aufstellt und niederböllern lässt. Und ich will wissen, ob das funktioniert. Oder ob sie das bei SFO, bei der Mod, ist ja die Mod, die ich hier spiele, ob sie das da gefixt haben. Das wüsste ich einfach gern. Okay. Jetzt haben sie das komplett zerböllert, oder wie? So. Ja. Gut. So. Also, schön auf den Manticore. Feuert mal. Bum, bum, bum. So. Naja, 500 Schaden hätte mehr sein können. Okay. So, jetzt kommen die Verstärkungen. So, ihr lauft mal dahin, ihr lauft mal dahin. Die gehen auch weiter nach vorne. Ah ja. Mhm. So. Da fehlt doch noch der Hauptmann. Na gut. Klarrad mit Speer. Die muss ich so ein bisschen mischen. Ich finde das einfach wichtig. Bei den Skaven habe ich einfach keinen Plan, wie ich das am besten machen soll. Deswegen mische ich die so ein bisschen. Genau. So. Genau. So. Das ist die Kanone. Muss noch mal ein Stück näher, aber das ist nicht schlimm. Das können sie machen. Dann schauen wir mal. So, und feuern. Mal sehen, worauf sie ballert. Auf die da. Auf irgendwas ballert sie. Ah ja. Genau. Ja, die Warhouse ist okay. Und die Regeneration? Nö, gut. Passt. Ja, die Kanonen können halt jetzt ihr ganzes Pulver verschießen. Das ist in Ordnung. Ich will gar nicht, dass die tot sind. Ich möchte die bloß so auf
sag mal, ja, die Hälfte runterbringen. Weil dann sind sie schon gut verletzt. Na, schaut's mal, die KI ist da echt dämlich. Krass. Das ist echt krass. So. Weil die sind jetzt gut verletzt, ne? Haben ordentlich Schaden genommen. Oh, jeder kriegt den Warpstone. Oh. Oh ja, ich will auf jeden einmal den Warpstone-Debuff ballern. Das ist geil. Der hat den ja schon. Genau, jeder kriegt den Warpstone-Debuff. Einmal. Na komm. Weil der bleibt ewig. Wie lange braucht das, bis wir den kriegen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will auch so vielen Feinden haben wie möglich. Wenn sie mal treffen würden. Hallo? Jetzt. So, jetzt ist der gedebufft. Ja, die hat schlechte Trefferquote irgendwie. Genauigkeit ist da ziemlich garbage. So. Jetzt ist der getroffen. Jetzt triffst mir bitte den Riesen noch. Man muss es ja klug spielen mit Skaven, ne? Man kann ja nicht einfach nur draufrennen wie mit Lizardman oder so. Oder mit den Zwergen, glaube ich. So, der ist jetzt auch gescorched. Den würde ich auch... Ah, der ist schon. Perfekt. Dann nehmen wir die noch. Weil das ist halt stark. Und wenn du das auf jeden draufböllerst, dann macht das schon was, ne? So, die Harpien sind jetzt auch gewarpstoned. Der ist auch schon gewarpstoned. Ja, den Rest baller ich jetzt auf den Manticore, weil der ist echt gefährlich. Die mit Feuer- und Giftattacken und so. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir da noch böllern können, wenn sie mal treffen würden. Mehr sehe ich halt nicht. Okay. Dann nehme ich jetzt die, schieb die vor, nehme die und schieb die auch vor. So. Und die Kanone schiebe ich auch mal mit vor. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So. Schauen wir mal, wann er reagiert. Ich bin auch sehr gespannt. Die sind alle erschöpft. Ja, die waren im Forcemarsch oder in Dings. Ne? Die sind auch alle erschöpft. Das ist jetzt schlecht. Ne? Die sind alle erschöpft. Alle sehr müde. Das ist nicht so toll. Ich weiß gar nicht warum. Wegen Force March? Wegen irgendwas sind die plündern? Kann auch sein, weiß ich nicht. Das ist halt ein großer Malus, ne? Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass es einfach passt. So. Schieb mal die noch näher ran. Wie gesagt, ich mache hier eine riesengroße. So, jetzt reagieren sie. So. So, jetzt kommen sie hier drauf. Können da aber nicht viel machen. Oh ja, 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 da geht nicht viel. So, und dann machen wir mal ein. Na, noch nicht. Nachher. So. Da gehen wir drauf, da gehen wir drauf. So, und dann müssen wir hier uns bewegen. Ne? Wir müssen jetzt hier schön. Dürfen nicht zu lang warten. Wo ist denn der? Ah ja. Okay. Der Magier ist ein Hybrid. Whatever. Ja, ja. So. Die gehen so lang. Kanonen leben noch, sehr schön. Die gehen ein bisschen zurück.
Skaven, yes, yes. So, drauf da. So, kill, kill. Ganz viel kill, kill. So. Ganz viel kill, kill. So. Die sammeln sich hoffentlich wieder. Ja, genau. So. So. Ah ja, aha. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ausschaut gerade, aber es sieht nach irgendwas aus. Muss man mal gucken. Schwierig, schwierig, schwierig. Retreat, run, nee, please don't. Ihr sollt doch schon drauf gehen. Das kann nicht so schwer sein. Da sind nun die da zum Beispiel. Ja genau, die können da gut kämpfen. Die Rot-Dingsies. Dass ich hier verliere, das tut weh. Hier habe ich so viel Scheiß. Ich krieg sie irgendwie nicht. Irgendwie bekomme ich sie nicht weg. Ja, die hauen alle ab. Das ist nicht gut. Das sieht nach Niederlage aus. Oh Mann. Das schaut echt böse aus. Oh, da ist was gestorben. Wow. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so krass verkacke. Aber das meinte ich, mit Skaven habe ich einfach keinen Plan, was abgeht. Na, ich weiß einfach nicht, wie man mit Skaven spielt. Das ist das Problem. Das verstehe ich halt nicht. Wow. Ja, die braucht jetzt auch nicht mehr ballern. Die hat ja auch nichts mehr. Ja, nee. Das sieht nach Niederlage aus. Und ich weiß nicht, warum. So, Krieg ist auch tot. Waren die so viel stärker? Krass. Unglaublich. Ja, die hauen alle ab. Wahrscheinlich war seine Armee einfach viel, viel besser. Ne? Deswegen, ich brauche ganz dringend hier Kanonen. Mehr Kanonen. Ja, das ist durch. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, was da jetzt passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber der war einfach viel, viel stärker. Das ist halt das Ding, weswegen ich es nicht auf Legendär spiele. Weil ich habe von Skaven keine Ahnung. Klar, ich hatte jetzt nur Clanratten und Dings. Aber eigentlich hätte ich das, glaube ich, schaffen müssen. Habe ich aber nicht. Das ist natürlich schade. So, jetzt machen wir mal Fenster auf. Ist nämlich ultra heiß hier drin. Ja. Also, diesen gestorben. Hier ist alles tot. Schwierig. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was natürlich sein kann, ist, dass... Oh Mann. Jetzt tötet er mir die Armee komplett weg. Oh boy. Und zwar alles, ne? Ja.
alles weg. Dann bin ich ziemlich am Arsch. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe zwar nochmal die Kanonen, aber da geht nichts. Ich wüsste halt nicht, wie ich das schaffe. Ich habe es ja gerade eben schon versucht und nicht geschafft. Boah, schwierig. Echt schwierig. Na gut, ist alles tot, ne? Alles tot. Krieg verwundet. Getötet. Armee verloren. Verwundet. Krass. Das ist krass. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Ja, es ist die Frage, neu laden oder nicht, ne? Normalerweise bin ich so einer, nö. Hier werde ich auch belagert, bin auch ziemlich am Arsch. Weiß gar nicht, wie lange die noch durchhält. Aber da kann ich jetzt herzlich wenig machen. Quick ist verwundet. Ja, aua, ne? Irgendwo war noch ein Dingens fertig. Schwarze Eisenhöhle. So. Schaut's mal. Oh, wow. Hier gehen ja richtig Dingslos los. Auch nicht schlecht. Ne? Okay. So, was kann der noch lernen? Blaster? Das ist auch nicht schlecht. Na gut. So, das kann ich nicht gewinnen. Ich hab halt nichts, ne? Jetzt halt die Frage, ob er da angreift oder nicht. Das weiß ich jetzt halt nicht. Muss man mal sehen. Muss man echt mal sehen. Ja. Ich meine, vielleicht hätte ich von der Seite drauf scheudeln sollen, als ich konnte. Kann sein. Aber, naja. Ach, mit Verstärkungen auch noch. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Weil wenn ich das jetzt verliere, dann ist es eh durch. Also wenn ich die Schlacht jetzt verliere, dann bin ich eh durch. Weil dann, habe ich verloren. Dann ist das GG. Ja, Quick zu verlieren tat halt weh, die Kanonen taten weh, die Sturmratten taten weh, die Honor-Dings, diese Red-Dingsels taten weh. Die ganze andere Armee, die ist jetzt nicht so schlimm, aber es tut trotzdem weh, weil da viel Geld reingegangen ist. Die ganzen Items sind tot, weg. Ist schon garstig, ist schon echt garstig. Aber gut, so ist es halt. Ne? So ist das eben. Mal gucken, ob ich mich da noch mal fangen kann oder nicht. Das ist jetzt die große Frage. Wenn ja, gut. Wenn nein, RIP. Das muss man jetzt halt mal sehen. Okay, die Sklaven bringen wenig. Mit Speer, Klangrattenschilde. Ja, die Clanratten. So, dann stellen wir mal die Clanratten auf. Ab auf die Mäuerchens. Oh, wow. Aha, oh, wow. Okay, krass. Ja, mal gucken, ob ich das halten kann. Ich bin sehr gespannt. Weil leicht wird es bestimmt nicht. So, ich habe einen Priester. Mal sehen, ob der irgendwas bringt. Ich habe Tiefendings und Clanstein. Das ist alles okay, aber. So, also schauen wir mal. Gucken wir mal. Das Wichtigste ist natürlich erstmal.
dass ich die Belagerungstürme zerstöre. Das ist wichtig. Und ihr seht schon, die Türme schießen anders. Ich habe Mods drauf, ne? Ich spiele hier mit Mozzies. Oh wow, hier ist kein Turm. Und der, ist ja endlich. Vielleicht mache ich mal ein Hallo, Kuckuck. Ich glaube, das wäre ganz gut. So. So, ich müsste schneller sein. Dann lenken wir die ab, das ist wichtig. Dann gucken wir mal. Dürfen halt nicht anlegen. Das wäre ein Riesenproblem. So. Okay. So. Das eine ist kaputt. Sehr schön. Der ist aber sehr nah. So, macht's hier mal. Macht's mal den kaputt. Na schon, komm. Schneller. Schneller. Boah, knapp, Mann. Sehr knapp. Aber ich habe ja auch nur Stufe 2 Dinger. Aber warte, das ist eigentlich ganz gut, dass du. Ja, nee, mach das kaputt. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein Hallöchen machen können. Einfach nur, weil wir es können. Um sie jetzt ein bisschen abzulenken. Ja. Das wird sehr schwer. Ich muss halt so viel Schaden mit den Türmen machen. Zwergenkrieger Zweihandwaffen. Jetzt klettern sie hoch. So. Ja, mit Speer geht's mal da hoch. So. Ja, der klettert jetzt da hoch. Das ist natürlich nicht so toll. Oh. Mit Speer. So. Muss ich halten. Ich muss die Türme unbedingt halten. Das ist so wichtig. So, die Verletzten. Das passt schon. Geht der da hoch? Aktuell noch nicht, okay. So, die hauen ab. Die stressen hier noch so ein bisschen rum, machen aber auch nicht viel. So, der klettert jetzt hier hoch. Mit seinen scheiß Zwergen, ne? Ja. Na gut, so ist es halt. Hoffentlich kann ich das halten. Die Ramme muss weg. Das ist auch wichtig. Das ist gut, wenn die sich nochmal sammeln, können wir da vielleicht was machen. Oh, der hat Leute, die das Tor kaputt machen können. Oh weh. Der hat Bergwerker. Da muss ich mal gucken, ob ich von hinten rein kann. Weil der macht hier das Tor ordentlich. Oh ja, oh ja. Oh, das ist ganz schlecht. Ja. Mach da mal Damage. Das hier schaut okay aus, aber es ist halt so. Die nehmen so wenig Schaden, ja, die haben alle Schilder, ne? Oh weh. Von hinten angegriffen, Schaden erlitten. Verlieren die zurzeit? Nö. Okay. Also die Ramme ist fast kaputt. Ist gut. Aber. Oh wow. Ah, er ist wieder rausgegangen. Ja, super. Können wir die Bergwerker wieder angreifen. Okay. Gut. Die Ramme sollte kaputt gehen. So, was haben wir jetzt hier? Gift. Ja, das brauche ich gerade noch nicht. Die haben halt alle Rüstung, die Zwerge. Da brauche ich nicht den Wirbelsturm machen. Weil das macht einfach keinen Damage. Ja. Aber das ist immer noch das Beste, was ich hier irgendwie versuchen kann. Machen die Mauer kaputt? Die machen die Mauer kaputt! Oh mein Gott! Wow! Ist jetzt nicht gut.
Ja. Oh mein Gott. Krass. Okay, okay. Okay, Mauer kaputt gemacht. Heftig. Ich habe halt leider auch null Schussleute, also keine Schießleute. Niemand, der schießen kann. Ah, da bringt es gerade wenig. Ja, uncool. Sehr uncool. Hört's doch auf die zu schießen, die schon fliehen. Das bringt gar nichts. Greift lieber die an, die noch nicht fliehen. So. So, jetzt hat es kaputt gemacht, aber macht sonst nichts mehr, oder wie? Ha. Okay, es dauert halt noch lange, bis ich das gewonnen habe. Da sind sie durch. Was? Wie? Das Tor ist kaputt. Haben sie das Tor kaputt gemacht? Wow. Das ist jetzt ganz schlecht. Du solltest nicht angegriffen werden, Maria. Du musst da weg. Holen wir jetzt hier mal ein paar Verstärkungen her. So. Hier, das schaut okay aus. Dann können wir eher da drüben jetzt angreifen. Wo die ganzen Fieslinge sind. Die kommt auch noch runter. Das tut sehr weh. Oh ja. Was kommt denn da auf einmal her? Aha! Ja, ganz toll. Geh mal auf die Mauer. Vielleicht bist du da sicherer. So, die habe ich komplett umzingelt, aber interessiert niemanden. Aua. Die haben den Turm hier eingenommen? Wie das denn? Da ist doch nichts von denen. Hallo? Aha. Gut, da oben brauche ich jetzt keine Mauerleute mehr. Da ist eh kein Turm. Oh Mann, das schaut echt schlecht aus. Ah, ich habe Nightrunners. Okay, das ist gut. Hab doch ein paar. Na, schauen wir mal. So, jetzt gehört der Turm wieder mir. Sehr schön. Ja, das Tor könnte kaputt machen, ist egal. Vielleicht mal den anderen Schützen da töten. Okay. Da wird gekämpft, aber die Zwerge sind halt so mächtig. Zwerge sind einfach super stark. Muss man einfach sagen. Wo sind denn alle meine Einheiten? Oh mein Gott. Ich schaff's halt nicht mal, hier diese Kleinigkeit wegzuhauen, ne? Das ist unglaublich. Ich kann das natürlich versuchen, aber das macht halt mir mehr Schaden als ihm. Also, naja. Okay, da sind sie auch durch. Ich muss halt so aufpassen, dass sie die Wehrstadt nicht einnehmen. Das geht nämlich so schnell. Dann hat man auf einmal verloren, das war's. Dass dem jetzt hier der Turm wieder gehört, totaler Schwachsinn. Aber okay. Aha. Ich
Ja, hier dringt er halt auch echt ein, ne? Und da, aua. Ich habe leider die Warpsteinbombe nicht. Schwierig, echt schwierig. Ich glaube, dass mein... Ich muss mir das nochmal anschauen mit dem Plündern und allem. Das ist... Ich glaube, ich habe das ziemlich falsch gespielt. Ist aber in Ordnung, ne? Also man kann... Das gehört halt dazu. Wenn man Volk nie gespielt hat, muss man bestimmte Fehler machen. Es ist so schade, dass ich nicht weiß, was bei der Einschlacht falsch gegangen ist. Und hier, vielleicht habe ich auch voll falsch gewirtschaftet. Vielleicht hätte ich viel schneller auf Tier 3 gehen sollen. Ich meine, es gibt einen Trick. Ich kenne den auch. Ich kenne einen Trick, mit dem man auf Tier 3 kommen kann. Ich wollte halt nur nicht so cheesen, aber vielleicht muss man das tatsächlich. Weil die Katapulte, wenn ich gehabt hätte, das macht einen großen Unterschied. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Ah, hier bin ich durch. Hier, das verliere ich komplett. Ich meine, ich kann hier wieder drauf gehen, aber sie sind halt durchgebrochen. Da geht halt nichts, ne? Es ist halt einfach... GG. Das macht kaum Schaden. Ich meine, es ist nice, aber... Ja, wenn ihr Tipps habt, immer her damit, ne? Weil ich kenne die Skaven nicht gut. Und ich weiß nicht, was ich machen muss, um mit den Skaven gut zu gewinnen. Ich weiß es einfach nicht. Es ist nicht so leicht. Weil die Zwerge sind halt super strong jetzt hier und das ist halt GG. Das ist durch. Gut, dann starte ich den Run neu, weil ich sehe jetzt nicht ein, das neu zu laden und bla und da rum zu cheesen. Ich habe halt verkackt. Ist aber in Ordnung. Ja, mach halt einen neuen Run. Gehört alles zur Erfahrung dazu. Muss ich mal gucken. Ich meine, du kannst nicht nur Sklaven, Skaven und Clanratten spammen. Das geht nicht. Aber du hast am Anfang nichts anderes. Und da ist halt die Frage, ja, wie... Ich glaube, ich muss viel, 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 viel schneller auf die Katapulte gehen. Also wirklich viel, viel schneller. Und genau das würde ich jetzt mal versuchen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich schnell auf die Katapulte komme. Das heißt, wir löschen den ganzen Bums hier. Tschüss. Und starten neu. So, wo sind wir hier? Gut, es bleibt alles. Genau, Gefechtsrealismus-Modus. Passt. Los geht's. Schauen wir mal. Ist halt, also der Anfang lief gut, das mit dem Plündern, ja. Vielleicht bin ich auch viel zu schnell, viel zu weit los. Das mit Quiek da oben zu stehen, wenn die Zwerge da unten kommen, ist einfach nicht klug. Skaven sind langsam. Sie sind wirklich langsam mit ihrer Economy. Die machen das halt eher über die Tiefenreiche. Und da muss ich echt gucken, okay, ich sitze halt da in meiner kleinen Zwei-Mann-Provinz, Zwei-Siedlungs-Provinz und das war's. Und der Rest geht über Tiefenreich und Ende ist. So wird das laufen. Was ich auch nicht gecheckt hatte, ist, dass ich da oben das Tiefenreich hatte. Die ganze Zeit habe ich nichts mitgemacht, auch ein Riesenfehler. Und ich muss schnell auf die Katapulte kommen. Dreck erfüllt das. Irgendwie. Na, das ist... Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Ja. Gut, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? So. Ich würde tatsächlich gucken. So, der hat hier eine Armee. 6 Leute und nochmal 6 Leute. Okay. Das haben wir, das Obsidian-Teil. Das will er nicht, okay. Dann warten wir halt noch eine Runde. Wir müssen ja nicht handeln, das muss nicht sein. Da sehe ich nichts.
Gut, das wären die Mauern gewesen. Aber ich muss halt wirklich gucken, dass ich zügig auf Stufe 3 komme. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Stufe 3 zu kommen. Die erste ist, die Siedlung zu verlieren durch eine Rebellion, sie dann zurück einzunehmen und mit Futter sofort auf Tier 3, 4 oder 5 zu gehen. So, das ist eine Möglichkeit. Das heißt, man plündert sich selbst. Na, hier plündern. Das macht die öffentliche Ordnung kaputt. Es kommt eine Rebellion. Man kriegt Nahrung, Nahrung, Nahrung und dann ballert man sich halt hoch. So, das ist eine Möglichkeit. Das wäre dieser Cheese. Weil dann ist man instant auf Stufe 3. Man kann sich hier das Gebäude bauen und gut ist. So. Macht das Sinn? Oh, weiß ich nicht. So, das hier brauche ich nicht. Das bringt mir absolut gar nichts. Das würde ich jetzt verkaufen. Stattdessen holen wir uns das hier. Das Plünderlager ist geil, aber macht wenig Sinn. Aktuell. Aber ich baue erstmal noch die tiefen Tunnel, würde ich sagen. Nächste Runde. Ja. Aktuell brauche ich es noch nicht. Das Plünderlager wäre schon nicht schlecht. Obwohl das hier halt nicht so viel Gold macht, aber ich hätte es gern. Wär schon nice. Plünderlager. Ansonsten wird es halt hier das Ding. Ist auch okay. 4 Nahrung, 6 Nahrung. Das gibt halt nochmal Gold, ne? Das ist schon. Aber ist ein großes Investment. Muss ich mal gucken. Müsste ich mal schauen. So. Ich könnte hier hin und plündern. Würde ich jetzt ganz kurz auch machen. So, gibt nämlich Geld und Nahrung. Und dann passt das. So, den kann ich ausbilden. Das sollte ich auch sofort machen. Einfach damit wir den haben. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich muss natürlich wieder die ganzen Kameraeinstellungen machen. Hurra. Das bleibt leider nicht aus. So. Hoch, hoch. Schnell. Am schnellsten. Hoch. Hoch. Schnell. Am schnellsten. Okay, gut. Okay, ja. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Weil du hast halt am Anfang wirklich bloß die paar Einheiten und das war's. So. Gut. Wer kommt da noch mit ran? So, jetzt ist die Frage, schaffe ich das? Das sind halt 2, 4, 6, 8, 9, 15 gegen 13. Ich habe hier schon ein paar Truppen, die nicht schlecht sind. Aber ob ich das schaffe, ist die Frage. Ich würde es halt gern probieren. Das ist das Ding. Ich würde es sehr gerne probieren. Aha. Was ist das? Ist das eine Charakterfähigkeit? Ich weiß nicht, was die macht. Aber naja. Das ist auch nicht schlecht, wenn Laying Siege plus 8 Melee Attack, das wäre eigentlich ziemlich stark, weil mache ich ja hier, ne? Ich würde angreifen, dann würden die alle mehr Damage, also mehr Nahkampfangriff haben. Aber ob ich das schaffe, ist ja was, ich probiere es einfach. Ich mache die Erfahrung, warum nicht? Ich mache jetzt das hier. Das klingt für mich ganz sexy. Geh mal hier rein. Machen kaputt. So.
Wir nehmen hier 4 Leute, wir greifen an, wir spielen das. Und ja, dann. Dann. Ausplündern, Tiefenreich errichten. Und dann gehe ich ins nächste Land, da hoch, wo ich mir dann das zweite Ding hole. Die zweite Siedlung vom Leichental. Und gut ist. So. Die haben jetzt alle hier mit Bonus. Sehr schön. Und wir haben Vorhutaufstellung, was auch gut ist. Aber ich will ja böllern. Ne? Ich möchte hier böllern. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das irgendwie so machen. So. Gut. Und du kannst da drauf böllern, du machst richtig Damage, du gehst da drauf. Peekaboo und go. So, mach Damage. Mach Damage, mach Damage, mach Damage. Hör auf zu fahren. Bitte hör auf zu fahren. Wieso siehst du denn nichts? Ja, dann wart einfach. Toll. Glückwunsch. Super Sache. Der sieht da halt echt nichts, oder? Oh Mann. Ja, toll. Macht sie jetzt Damage oder nicht? Jetzt fängt er an zu böllern. Okay. So, die sterben hier. Okay. Ist das Maria? Okay. So, jetzt muss ich los, sonst kann die Kanone bald nicht mehr feuern. Das wäre dann auch doof. So, dann gehen wir hier von hinten drauf. Denen ist es der. Ja, die kriegen einen Bonus. So. Die Kanonen können hier drauf knallen. So, könnt ihr da mal rüber gehen? Okay. So, an den Kanonen ist noch niemand dran, das ist gut. Die haben noch keinen Schaden genommen, aber da muss ich jetzt das nicht machen. Die können sich ein bisschen zurückziehen. Da muss ich warten. So, jetzt gehen wir drauf. Tschüss. So. Naja, hier klappt es jetzt auf einmal, ne? Ganz seltsam. Sollten da eigentlich schießen und nicht nachkampfen. So. Die hauen da ab. Falls die sich sammeln, Kanonen schützen, ist wichtig. Weil die Kanonen stehen echt schlecht da, muss ich sagen. Ne? Die sind da echt. Bis die feuern. Die wollen ja gar nicht feuern. Ne? Schlimm. Ja, tschau. Naja. Okay. Whatever. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh Mann. Oh. Aber geschafft. Es passt. Das heißt, ihr könnt jetzt ausrauben und einen Tiefenreich erstellen. Also das ist halt das, was Geld macht. Ne? So macht man halt Geld. Tiefenreich erstellen, Geld, Geld, Geld. So, dann habe ich oben was und unten was und jede Runde 5%. Irgendwann tut sich da was, dann kann ich weiterbauen. So.
So, wir rauben es aus. Es gibt Geld. Und dann rennen wir rein und machen einen tiefen Reich. Tschüss. So. Und fertig ist. Gut. Okay. Gut. Passt. Ist in Ordnung. Jetzt haben wir hier einen Tiefenreich, hier haben wir Schaden gemacht. Alles in Ordnung. Die Zwerge werden irgendwann ein Problem, aber gut, das muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Mauern brauche ich und Katapulte. Du brauchst einfach Katapulte. So. Ich würde jetzt sagen, ich gehe hier hin. Jetzt baut er da oben. Da gehen wir da jetzt schnell hin. Bevor er da viel ausbilden kann. Genau. Ja, passt. So, ich glaube, das Obsidian-Dings könnte ich machen. Das bringt Geld. Die Mauern bringen aber genauso viel Geld. Das gibt Geld. Führerschaft. Stellt einen solchen Priester bereit. Auch nicht schlecht. Gossenläufer. Einkommen aus allen Gebäuden. Das ist. Ja, aber es kostet Nahrung. Ich brauche Nahrung, ne? Ich brauche Nahrung. Oder will ich hier. Will ich hier das bauen? Die Waffendeponie? Jetzt schon? Schlecht wäre sie nicht, oder? Ermöglicht Warp-Bohrer. Aha. Ah ja, die hätte ich mir holen. Die sind gar nicht schlecht. Clan-Ratten, klar. Ja. Bauen wir das mal. Ist nicht schlecht. So, was ist jetzt hier? Warum habe ich so viel Geld? So, mehr Geld. Das macht das hier. Ich will nicht entdeckt werden. Das heißt, ich brauche noch die Tunnel. Wenn ich die Tunnel baue, habe ich plus 50. Ich glaube, jetzt brauche ich die noch nicht bauen. Mache ich nicht. Muss jetzt nicht sein. Stattdessen bauen wir lieber hier Money und das da. Und das reicht. Passt. Ist in Ordnung. Passt. So. Okay. Ja gut. Ist wie es ist, ne? Es ist wie es ist. Ja, ich glaube, ich habe mich zu schnell zu weit vorgetraut. War dann out of position und dann lief es halt grundlegend schief. So. Ja. Muss ich jetzt nicht so spielen. Wir können es aber ausrauben. So. Und dann gehen wir rein. So, ich könnte es jetzt auf 3 machen. Ich glaube, ich mache es aber erstmal nur auf 2. Das reicht. Das hier brauche ich, glaube ich, nicht. Ich meine, ich kann es lassen. Schlecht ist es nicht. Ich kann es lassen. Aber... So, was ich auf jeden Fall brauche, ist wieder das hier. Wachstum, das ist ganz wichtig. Und dann... Das kostet schon wieder Stuff. Ja, ich brauche halt Nahrung, ne? Nahrung und Geld. Aber das kann ich eigentlich lassen. Das ist auf Stufe 3. Ich kann den Häuptling irgendwann ausbilden. Das ist nicht schlecht. Ich kriege dann die Moors-Clan-Ratten. Dann mache ich jetzt hier... Nahrung. Und Gutes. Should kill when get a chance. Ja. So. Und ich kann mal wieder nur Schwachsinn ausbilden, ne? Wie gut sind denn die Clan-Ratten-Schilde gegen die Nicht-Clan-Ratten? Ah ja.
Die sind mehr defensiv. Okay, Die gehen noch nicht, die Red Guards, klar, da muss ich noch hinkommen. Obwohl die jetzt auch nicht so krass waren. So, klar. Ja, Klantaten mit Speer und Schild sind eigentlich ganz gut. Die sind ja wirklich defensiv. Da können wir gern zwei machen von. Schauen wir mal weiter. Forschen kann ich noch nix. Das nervt. Why do come? What foolish mortal? Gut, will nicht handeln. Oh, wow. Wow, die sind ja richtig krass unterwegs. Schaut mal, es ist ganz anders. Ganz viele Orkis, wow. Also die Kopfweh tun schon verdammt weh. Ich hoffe, dass das in ein paar Tagen durchgestanden ist. Das nervt nämlich. Richtig krass. So. Okay. Dann. Mehr Stuff. Das wird langsam besser. So. Was holen wir uns noch? Wir haben ja Clan-Ratten, oder? Will ich noch Clan-Ratten mit Schilde? Ja. So ein bisschen defensiv. Speerschild. Passt. Das sind Sturmratten, ja, Nahkampf, okay, gut. So, 5 Runden bis zum nächsten Überschuss und dann brauche ich nochmal länger für noch einen Überschuss. Okay. Nahrung? Nahrung ist wichtig. So. Das Plünderlager macht halt auch Nahrung, ne? Hab mich noch nicht entschieden, ob ich das bauen möchte. Ich muss es mal durchrechnen. Generierte Nahrung minus 2, Einkommen, ja. Ich meine, ich mache ja auch bald Überfälle. Der hat eine Menge Stuff hier. Der Stab. Gut. Schauen wir mal. Ich hätte lieber das andere, wo ich Nahrung bekomme, geforscht, aber gut, ist jetzt so. So ist es einfach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich meine, das Schöne ist an dem Spiel, man kann halt spielen, wie man möchte. Nur, ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Ja. Das ist immer so die Frage. So, 60 habe ich schon. So, wenn ich das mache, bin ich bei 80. Dann bin ich bei 140. Und ich würde mit dem Tunnel nur minus 50 machen. Das heißt noch plus 30. Dann bin ich bei 90. Und das Ding ist, irgendwann kommen da Charaktere dazu und Fackelzeugs und blub und dann geht gar nichts mehr. Das macht es schwierig. Deswegen werde ich wahrscheinlich nur das hier bauen und später die Tunnel. Ja. Ja. Genau. Aber das hat noch Zeit. Das hat noch Zeit. So. Die wird auch noch gebaut. Das passt auch noch. So, dann. Solche. Das ist nicht schlecht, aber bringt mir jetzt nichts. Das ist ziemlich stark. Das ist wirklich stark. Den werde ich später brauchen. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Aber Winde der Magie zu benutzen ist halt einfach stärker. Ja gut, er soll nicht kämpfen. Eigentlich ist das für einen Prophet gar nicht schlecht, er soll ja gar nicht kämpfen. Holen wir uns mal ran. So. Oh. Und dann kriegt er
Genau, Wartbohrer. Pass mal auf, pass mal auf. So einen Wartbohrer zu haben, ist bestimmt nicht schlecht. Ich brauche nicht viele, aber einen, der hat einen guten AOE. Wenn der Zeug drumherum flitscht, das ist dann gar nicht so schlecht. Ja, machen wir noch ein paar Sklaven-Dingsies. Sind 8 Sklaven. Ja, ist halt. Aber ist ziemlich günstig. Die nehme ich jetzt einfach mit. Weil dann kann ich plündern und plündern und so. Will noch jemand anders handeln? Nö. Okay. So. Schauen wir mal, ob wir schnell auf Stufe 3 und auf die Katapulte kommen. Ich muss halt gleich anfangen zu plündern, das ist wichtig. Wenn der nicht handeln will, dann plündere ich da, ist egal. Und da unten plündere ich dann auch. Oder da drüben. Muss ich mal gucken. Ah! Ja gut, dann muss ich wählen. Das ist jetzt bitter. Der wird abhauen, ne? Oh Mann, Leute. Warte, vielleicht kann ich das noch fixen. Ich kann es probieren. Okay, pass auf. Okay, ich kann es versuchen. Versuch mal es zu fixen, wenn es geht. Cool, wenn nicht, Pech. Wenn ich dem jetzt Truppen rüberschicke. Aha. Wenn ich dem noch mehr Truppen rübergebe. Einfach, dass die Loyalität halt auf. Nee. Okay, dann nicht. Dann nicht. Nein! Ah, es geht nichts mehr. Das kostet Bewegung. Nein! Okay, Big Off. Ja, cool. Okay. Ja, wollte ich eh ausbilden. Das ist jetzt strange. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Wenn der jetzt abhaut, ist halt super RIP. Aua. Das eine konnte ich nicht auswählen, ne? Wenn der jetzt abhaut, kann ich es gleich nochmal machen. Ich wusste nicht, dass das Dings kostet. Bewegung, die Truppen rüber zu schicken. Ah, Leute! Okay, starten wir es neu. Pech, starten wir es neu. Das brauche ich so nicht spielen. Das ist RIP. Aber ich lerne jedes Mal was Neues. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Na, der hatte halt Loyalität 1. Dann kommt ein Event. Das bumst mich. Alles klar. Schön. Event hat mich gebumst. Ist okay. Passiert. Passiert. Nächstes Mal halt einfach. Dann wird halt abtrünnig. Ist so. Nicht versuchen zu fixen. Okay. Lesson learned. Ich dachte halt, da geht was, aber da ging nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Aber gut. Versuch Nummer 3, 4? Ich habe keine Ahnung. Ist halt schade. Ich wollte halt eigentlich Dreck erfüllte vorwärts Sieg. kommen. Stattdessen bewege ich mich nur rückwärts. Aber okay. So, was haben wir jetzt hier gebaut gehabt? Das da, glaube ich. So. Keep Gracie a scum away. Gehen wir dahin, plündern, danach greifen wir dort oben an. Find Warps. So. Alles wie gehabt, ne? Mach alles so wie vorher. Das braucht man nicht. So. Hier dürfen wir wieder alles einstellen. Aber es ist in Ordnung. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich meine, man muss sich halt wirklich. Ich muss halt Skaven lernen, ne? Skaven sind. Mit Lizardmen hätte ich gar keine Probleme. Die kenne ich in- und auswendig. Da bin ich auch echt gut mit. Aber die Skaven. Tough. Very tough. Die sind schwierig. Ihr könnt ja gern mal lauter Tipps reinballern. Aber bitte nützliche Tipps. Nicht irgendwelchen Schwachsinn. Ne? Irgendwelche nützlichen Tipps. Gut.
Das können wir noch ausbauen. So. Da kämpfen wir jetzt wieder. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Jetzt muss ich die Schlacht halt nochmal schlagen, ne? Aber... Ah, ich hab vergessen den... jetzt bin ich zu schnell. Ich hab vergessen, den Helden auszubilden. Macht jetzt keinen Riesenunterschied, aber es ist halt schon schlecht. Naja, da muss es ohne gehen. Es wird ohne gehen, aber... Ja. So, kann ich die Kanone irgendwo hinstellen? Ich habe außerdem nicht gemacht, dass sie... Boah, ich spiele das so schlecht. Ich habe die Vorhut nicht aktiviert. Ja. Es wird ohne gehen wahrscheinlich, aber... So, könnt ihr von da schießen? Oder seht ihr dann wieder nichts? Ich glaube, die müssen eher hier so stehen. Oder? Ah, ich glaube schon. Na gut, na gut. Gut, sie schießt schon mal, das ist nicht schlecht. So. Oh oh, guck mal hier. Trollololololol. So. Wollt ihr da mal schießen? Nein, sie wollen nicht. Sie wollen laufen. Sie wollen wieder ganz viel laufen. Ja, dann schießt halt dahin. Macht's irgendwas, Leute. Hauptsache, ihr macht's was. Wieso sind die so schnell? Spinnschlüpflinge. Okay, das ist natürlich scheiße. Okay. Gut, ist uns am Arsch. Wo ballert der denn hin? Da drüben. Ja. Ja, das werden die wahrscheinlich nicht schaffen, aber okay. So. So, da helfen wir mal den Leuten da aus. Vielleicht geht da was. So. So, schön die Zange nehmen. Ihr solltet da drauf gehen. Du gehst da lang. Du machst das. Du machst das. Fetter Buff. So, die überleben das. Sehr schön. Da kannst du drauf schießen. Kommandant wird angegriffen. Okay, egal. Dann geht's ja da drauf. Die werden schon ordentlich gebumst. Du sollst da drauf gehen. Schön, schön von hinten drauf. So. So. Gut, das hier, das schaut sehr gut aus. Das schaut, naja, geht so aus. Die will ich nicht noch weiter verletzen. Hier sollte ich gewinnen, tue es aber irgendwie nicht. Machen wir mal Verstärkungen. So, die cyclen durch. Die einen hauen ab, die anderen gehen weiter. Das tut weh, die werden hier komplett aufgerieben. Aber wenn wir das gewonnen haben, können die rüber gehen. Das passt dann auch. So. Oh ja. Ah, der Lord haut ab. Sehr schön. Ja, der sich nochmal sammelt. Könnte sein, dann geht auf die Kanonen. Da muss ich was machen. Das geht so nicht. Die werden komplett zerstört, aber das sind halt. Ja, ist halt leider so. Sollte ich vielleicht zurückziehen. Gegen Bogenschützen zurückzuziehen ist halt immer doof, ne? Ist nie gut. Weil jetzt werden sie in den Rücken geschossen, das war's, aber. Bevor sie alle sterben,
Seht ihr, ich wusste, der wird auf die Kanonen gehen. Ich wusste es. Kommt Krieg noch raus? Ja. Okay. Das sieht sehr knapp aus, ne? Das habe ich vorher besser hingekriegt. Naja. Oh Mann, ich verliere von ihr komplett. Muss ich die Kanonen wegtun? Da verliere ich auch. Oh Gott. Ja, wenn ich das verliere, kann ich es gleich nochmal neu starten, ne? Das sind einfach so viele Fehler, die passieren. Weil ich halt echt... Also ich merke die Kopfschmerzen krass. Aber das ist auch keine Ausrede dafür, dass ich schlecht spiele, ne? Weil ich spiele wirklich schlecht. Ist einfach so. Quiek haut ab. Geil. Nice. Feigling. Dass die dauernd so einen Scheiß machen hier. Können die schießen? So, die da hinten sterben auch. Es ist halt teuer jetzt, weil ich kann danach das andere Ding nicht einnehmen. Ja, das wird nicht gehen. Nicht sofort. Was es halt schwieriger macht, weil ich jetzt so viel Schaden nehme. Aber so ist es. Jeder Run ist ein bisschen anders. Ich glaube, ich gewinne es aber. Sehr knapp, aber... Naja. Jetzt hauen die doch ab. Aha. Da kommt die Army los. Aua, das tat sehr, sehr weh. Das tat sehr weh. Vielleicht mache ich das jetzt anders und sack die City die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Weiß nicht, schwierig zu sagen. Ne? Ist einfach schwierig zu sagen. Kann ich so nicht sagen. Schwer. Ist nicht leicht. Nein, nein. My will, nothing to do with you. It speaks is mine. So. Skulk, hide, take. Gut. Quick. Mehr Geld. Clan victorious, thanks to me, me. Genau. Stick, come on. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht plündere ich jetzt hier auch die ganze Zeit nur. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Also das kann man ja wieder angreifen, ne? Wieder kaputt machen. Und wieder sacken, ne? Wieder ausrauben. Tschüss. So. Dann geh mal hier hin. Ich würde schon gern plündern. Mach halt ein bisschen Nahrung. Obwohl ich eigentlich eher was ausbilden müsste. Also noch mit Clanratten. Mit Speer und Schilden. Ja, da brauche ich schon zwei Stück. Und einen Warborder. So. So. Gut. So, dann machen wir jetzt Geld, Geld, Geld. So, mortal creature. I have many trinkets. My will. So, wer will noch handeln? Keiner. Also die kenne ich noch nicht. Naja, schwierig. Ganz schwierig. Ich muss halt jetzt gucken, dass ich die ein bisschen hochgelevelt bekomme. Die müssen wieder... Ja. So. Gut.
Dann würde ich jetzt mal dahin gehen. Run, Fools! Ein bisschen plündern. Vielleicht kann ich ihn rauslocken. Wahrscheinlich aber nicht. So. Puh. Das ist nicht schlecht. Forschungsrate, Lore. Ist es nicht super, aber. Ja, ich könnte auch einen Custom Lord machen. Wie heißen die denn? Garrot. Okay. Schauen wir mal, ob wir einen Garrot hinkriegen, den ich selber machen kann. Einfach mit was mir passt. Garrot. Irgendein Easy Trade. Keine Ahnung. Was macht einen Sinn? Führerschaft ist stark, Damperer ist stark, Disziplin ist stark, ja, komm, wir mit Disziplin. So. Nimmt er die mal mit, vielleicht passt es dem und wenn nicht, dann Pech. Kann ich dann auch nicht ändern, ne? Muss halt mal gucken, ob und wieder die Loyalität hochgeht. Mal schauen. So. Ja. Ah ja, da geht noch was. Okay. Na gut, ich könnte weiter plündern, ne? No one beats better squeak. Dann könnte ich hier das bauen. Oder ich baue das hier. Aber ich glaube, ich baue erst das da. Gut, der Kommandant muss sich gerade nicht bewegen. Mal schauen, was damit sich tut. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Da kommen die Zwerge. Auch schwierig. Du bist halt komplett eingekesselt. Kannst nirgends groß hin. Ah ja. So, da ziehen wir uns schön zurück. Not my fault. Hoffentlich kann er mich nicht nochmal angreifen. Doch, kann er. Okay. Aber jetzt können wir hier ein bisschen kämpfen. Jetzt sind wir in meinem Land. Das ist ein bisschen besser. Habe ich Warp-Border? Ich habe Warp-Border. Das ist gut. Perfekt. Dann kann ich ihn jetzt hier vernichten. Da werden die Verluste hoch. Aber ich spiele das selbst. Ich muss ja lernen. Das bringt sonst nichts. Wenn ich alles automatisch mache, habe ich davon gar nichts. Okay, okay, interessant. Das könnte gut für mich sein. Mit den Katapulten, die Warp Border. Ich muss sie mir nochmal durchlesen. Weil die haben. Ich glaube, die haben einen geilen AOE. Da muss ich mal gucken. Kopfnagler. Kopfnagler. Ja, schwierig. So. Also die Kanonen stellen wir natürlich hier irgendwie auf, ne? Ganz klar. Kann ich die so aufstellen, dass die. Ja, oh, das ist gut. So, dann können die nämlich auf beides schießen. Perfekt, gut. Und ja, die können mal hier hin, schauen wir mal. Die Warp-Bohrer. Die haben eine Fähigkeit, sich selbst zu verstärken. Für Schaden. Okay. Sie haben das hier, das Warp-Beben, das richtig Damage macht. Das heißt, wenn der Gegner drumherum bloppt, ist das stark. Ich sollte gucken, dass ich die irgendwie. Ah, schwierig. Schwierig. Vielleicht kann ich es mit Clanratten machen. Dass ich da die bloppen lasse, den Gegner drumherum, und dann können die hier richtig Schaden fahren. Falle und dann Bam, Damage drücken. Das könnte schon stark sein. Weil es geht auf alle. Rüstungsschaden. Okay. Okay. So, ich würde jetzt mal sagen,
die Schwachen erstmal ein bisschen zurücknehmen. So vielleicht. Gut. Schauen wir mal. Ne? Die können irgendwann von hinten angreifen. Das ist echt nicht schlecht. So, ich würde gerne dem Gegner ein bisschen was zum Nerven geben. Nämlich sag hier, guck mal, hallo. Schauen wir mal, ob das klappt. Die müssen halt performen, das ist ganz wichtig. Und die Kanone auch. So, da würde ich jetzt sagen, ihr macht Böllerei. Richtig krasse Böllerei. Schaut mal, die drei hören schon auf. Das ist sehr gut. Drei Bogenschützen-Bataillone vom Gegner, die nichts machen. Das ist stark, weil er verliert drei Einheiten für eine, die komplett egal ist. Das ist echt gut. Da macht es Multidamage, das ist sehr schön. So. Da muss ich dann irgendwie rein. So. Schieß mal da lang. Also, nee. Kannst du mal da suchen? So. Dann blob ich jetzt hier rein. Ne? So. Schauen wir mal. Blob. Und Blob. Die werden hier angegriffen, das ist nicht so geil. So, du kannst hier drauf feuern. Wo ist der? Der könnte da mal drauf gehen. So, die Warp-Bohrer. Die müssen jetzt zurück. Haut's mal ab hier. Haut's mal ab. Bitte abhauen. So. Gut. Quiek sollte da nicht alleine reingehen. Auf gar keinen Fall. So. Da möchte ich gerne. So. Die Warp-Bohrer hauen erstmal ab, aber das ist okay. Das passt schon. Die gehen da drauf. Das Katapult feuert weiter. Das hat sich noch nicht selbst verletzt. Das ist sehr gut. Und ich hoffe, die Warp-Bohrer fangen sich wieder. Die haben nämlich guten Schaden gemacht, glaube ich. Die wären schon wichtig. Hier schaut es nicht gut aus, hier schaut es nicht gut aus und hier schaut es auch nicht so gut aus. Aber mal gucken. So, die haben sich wieder gesammelt. Dann können sie nochmal reingehen. Irgendwo blobben und Schaden drücken. Weil die haben schon gut Schaden gemacht. Ja. Genau, hier gehen wir auf die Bogenschützen. Hier gehen wir weiter. So, wenn ich jetzt von rechts nach links auf ihn draufknall, dann ist das eigentlich ganz gut. Den ignorieren wir, den Helden von ihm, das bringt gar nichts. Aber da kann man noch mit drauf gehen. Die schaffen das hier, sehr schön. Okay. Sieht so aus, als würde ich das gewinnen können. So. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das gewinne ich. Hier müsste ich nur die Zange nehmen. So, seismische Falle aktivieren. Bam und bam. Klar, das macht auch mir Schaden, ne? Aber. Oder? Macht das? Nur Feinde! Ja, noch easier! LOL! Das heißt, der nimmt die Falle. Warp beben. Und die nicht. Ja, krass, noch besser. Ich nehme da gar keinen Schaden. Geil. So, der muss halt weg.
Okay. Ja, jetzt gibt er auf. Okay. Mal sehen, ob ich den Lord von ihm noch töten kann. Das ist wahrscheinlich wieder sehr unwahrscheinlich, aber man kann es ja mal probieren. So. So. Die können halt noch irgendwie böllern, wenn sie wollen, whatever. Also ich glaube, den kriege ich nicht weg. Ich mache hier gar keinen Damage. Das wird dauern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ihn töten kann, ist das ein Riesenvorteil. Weil dann levelt er halt nicht. Ne? Das hat eine hilfende Fähigkeit. Skarsnix Death Juice. Aha. Damage. Geschossschaden. Krasser Debuff. So, Quick kommt ran. Kommt der auch noch ran? Das wäre gut. Ja, die haben einen guten Nahkampfangriff. Gibt ja mit Quick halt so einen guten Nahkampfangriff. Aber er macht halt kaum Schaden, ne? 45. Ah ja. Also, das ist jetzt natürlich langweilig, aber ich will, dass der stirbt. Das ist einfach wichtig, dass man den Lord tötet. Da muss er sich einen neuen holen, der levelt nicht, ich kriege Erfahrung. Oder so Items, keine Ahnung. Ist einfach wichtig. Ne? Dauert jetzt, macht aber nichts. Die Zeit haben wir. Vielleicht sollte ich irgendwann mal streamen. Einfach damit ich da... Ja, aber ich habe keine Zuschauer, das bringt nichts. Das bringt nichts. Aber ich wüsste wirklich gern, was alles schiefgelaufen ist. Ich habe einige Fehler gemacht. Bestimmt einen Haufen. Aber die Warp-Borer, die fand ich jetzt ganz gut. Borer. Ich meine, wenn man hier guckt, okay, die haben halt wirklich sehr viel Schaden gemacht. 60.000. Aber die Warp-Borer waren auch nicht schlecht mit 40.000. Ne? Quiek hat nämlich nur 2.000 gemacht. Das ist sehr wenig. Der hat auch nur 2.000 gemacht. Ne, der da. 3.000. So. Die haben performt mit 14.000. Okay. Die auch mit 7.000, ja. 6.000. Die Clan-Ratten waren gut. Hm. Gegen Infanterie, ja. Aber, ja. Ne, so, jetzt stoppt er gleich. Schwierig. Sehr schwierig alles. Ende. Komm. Gut. Damit ist er tot. Das ist wichtig. Wir haben gut gewonnen. Das gibt erstmal Geld, Nahrung, vielleicht ein Item. Und dann, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was es dann noch gibt. Irgendwas Nützliches vielleicht. Muss man mal sehen. Ja, ja. So. Gucken wir mal, was haben wir bekommen. Nahrung. Okay, das ist ordentlich. Geld. Sehr schön. So, ich könnte noch mehr Geld nehmen. Fände ich jetzt gar nicht so schlecht. 8%. Ich nehme jetzt erstmal das Geld. So. Giftattacken, Verlustverstärkungsrat. Das ist stark. Das ist sehr stark. Alchemist. Oh, der gefällt mir. Der gefällt mir sogar sehr gut. So, was kriegst du? Truppen auffüllen und das da, wie immer. So. Mal gucken, das geht schon. Das geht schon. Okay. Der ist immer noch Loyalität 1. Das heißt, der kriegt jetzt noch keinen Warp-Bohrer, sondern nur billige Clan-Ratten. Wie viele will ich denn? Ja, 6 Stück. Dann machen wir noch ein paar mit schweren Schilden. So. Kann ich noch was bauen? Was Nützliches? Irgendwas, das Geld bringt. Oder Nahrung. Machen wir das hier. Das bringt Nahrung. Nahrung ist gut. So, dann greifen wir hier nochmal an. Das ist jetzt ein entscheidend. Guck, jetzt hat er da irgendeinen anderen Bumskopf. Ist das immer. Er hat den Hinterhalt nicht gesehen. So, Hinterhalt. Können wir auch mal ausprobieren.
Zwei Zangenangriff, komplette Zerberstung. Na, das wäre jetzt mein Ziel. Ich glaube, wenn ich Katapulte habe, kann ich die KI da besser mit den Hinterhalten abusen, aber ich brauche erst Katapulte. Und es dauert noch so lang, bis ich da an Katapulte rankomme. So, er läuft in die Richtung. Okay. Die Kanone, stellen wir mal. Ja, puh. Stellen wir sie auf. Eigentlich ist es okay, auch von unten nach oben zu böllern, ne? Ist eigentlich auch okay. Ja, die kann da gut reinknallen. So, dann nehmen wir. Dann nehmen wir hier eine Truppe, die irgendwie aus dem Wald kommt. Macht das Sinn? Ja. Und dann nehmen wir hier eine Truppe, die hier aus dem Wald kommt. Die sind da vorne irgendwie. Der ist da dabei, der ist da dabei. Und dann geht's los. So, du böllerst, du böllerst. Wir werden abgelenkt, ihr geht drauf, ihr geht drauf. So, so, so. Und damit sind sie voll am Arsch. So. Genau. Die sind egal. So. Gut, wo sind meine Warpbohrer? Ja, mach einfach mal. Go. Alles weghauen. Oh, das macht aber viel Schaden. Warum nehmen die so viel Schaden? Hoi! Die haben auf einmal ganz viel Schaden genommen. Ich weiß aber nicht warum. Steht da irgendwas dabei, dass die sich selbst beschaden? Okay. Seltsam. Na gut, so ist es halt. Gibt Schlimmeres. Gut. Wenn wir die Schale abhauen, das ist eh egal. Die Warp-Border, also die sind, glaube ich, ganz gut. Die machen schönen Schaden. Die gefallen mir. Jetzt müsste doch endlich durch sein, oder? Er hat doch hier nichts mehr. Alles flieht. Alles flieht. Oder? Alles flieht. Alles flieht, genau. So, den töten wir wieder, ist ja klar. Wenn es halt geht. Mal schauen. So, seismische Falle. Nur auf Feinde. Schaden, Schaden, Geschwindigkeit, Rüstung. Ja gut, wenn sie keine Rüstung mehr haben, nehmen sie natürlich mehr Damage, aber. Nee, okay, das war irgendwas anderes, was Schaden gemacht hat. Egal. Ja, du nicht. Du vielleicht auch nicht. So, Blob des Todes. Wir töten den wieder, ne? Immer schön töten. Der muss einfach weg. Ich weiß halt nicht, ob seine Armee jetzt dann vernichtet wird. Dann könnte ich mir das schenken, aber irgendwie machen die gar keinen Damage. Aha. Jetzt nimmt er schön Schaden. Da war irgendein guter Hit dabei. Okay, das will mein PC nicht. So toll und neu er auch ist, aber komplett reinzoomen in 1000 Einheiten, das gefällt ihm nicht. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wir warten kurz, bis er stirbt.
Fangnetz. Ah ja. Versperrt. Fangnetz, okay. Wer hat denn das Fangnetz? Die da. Schleudern. Ah, die sind nicht schlecht. Angriffsgeschwindigkeit zu reduzieren ist auch ein böser Debuff. Vor allem gegen schnelle Einheiten. Also welche, die wirklich schnell angreifen. Hier mit Fast Attacks, da habe ich ja auch irgendwo einen. Hier, der da, Fast Attacks. Quick. Den, die 25% Malus drauf zu hauen, ist, glaube ich, ziemlich solide. Weil Leute, die langsam angreifen, so ein Ries zum Beispiel so... Da ist es egal, ob der langsamer angreift. Weil er eh schaltet, da ist es halt... Aber prozentual auf hohen Werten, ich glaube, das macht Sinn. Gut, wir haben wieder viel Schaden gemacht, viel Schaden genommen. Die hier sind fast tot. Ist aber okay, muss halt ein paar Runden warten, plündern, whatever. Das geht schon. So, ich könnte nochmal das Geld nehmen. Oder 5%, aber die 5% überzeugen mich jetzt nicht. Ich nehme jetzt erstmal das Geld. Der ist gestorben, sehr schön. Der wird ausgebildet. Dann plündern wir hier. So, Meister der Pein. Unterhalt für Clanratten, nehmen wir auch mal mit. Blitzschlaf brauche ich jetzt nämlich noch nicht. Der kriegt das da. Der bildet weiter aus. Ist natürlich doof mit der Loyalität, aber dem jetzt irgendeine Rüstung zu geben oder so, sehe ich nicht ein. Muss nicht sein. Da wird noch gebaut. Was haben wir hier noch? Passt, passt. Das können wir irgendwann bauen. Das nicht entdeckt werden Teil wäre gut. Der Tunnel, den gibt es später noch. Ja, das heißt, nächste Runde baue ich da einen Tunnel, weil 80 ist schon sehr knapp. 80 ist schon böse. So. Der hat das gemacht. Letztens habe ich die Zwerge danach kaputt gemacht. Aber es hat sich nicht so gelohnt. Naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Tunnel bauen. Man verliert zwar Vision, ist aber egal. So. Und jetzt ist halt die Frage. Der hat da nur einen Helden und 2, 4, 6, 8, 9 Leute. Das schaffe ich schon. Das heißt, ich würde jetzt den da mitnehmen, weil. Einfach damit der mal mit einer Schlacht gekämpft hat und die Loyalität ein bisschen hochgeht. Das ist wichtig. Ich hoffe, das funktioniert so. Ansonsten habe ich Pech, aber ich probiere es aus. So. Ich schlage die jetzt selbst, weil ich habe keine Lust, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Machen wir die Schlacht kurz selbst. So, später wieder um 10 Arbeit und dann wird's lustig. Ich bin sehr gespannt, wie die gute Frau XY drauf ist. Ich werde jetzt dann nur noch meinen Scheiß machen, meine Arbeit und gut ist, weil ganz im Ernst, ich habe mich da so eingebracht und so viel versucht und gemacht. Das sind so viele Missstände und sie wollen sie nicht fixen. Und für eine 450-Euro-Kraft muss ich mir da echt nix, also, ne, ich mach meinen Scheiß und gut ist. Weil die ganze Motivation, die ich mal hatte, haben sie mir halt wirklich komplett weggenommen. Selbst schuld. So. Gehen jetzt mal hier ein bisschen hinter. Hier locken wir so ein bisschen raus. So, Skaven, yes, yes. Genau, ihr geht's da lang. Hallo. So. Die kommen auch noch mit. Der kann von der Seite knallen. Ist immer gut. Wo sind meine Warp-Bohrer? Hier. Ah, schön. Ja, die können danach rein, weil wenn ich keinen Splash-Schaden da nehme, ist das eh egal. So. Der hat den Warp-Blitz, auch nicht schlecht.
Das reicht. So, ihr könnt da angreifen. Sehr schön. Hä, wieso geht das nicht? Aha. Na gut. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Wie auch immer. Aha. Klar, das macht jetzt ein bisschen Schaden. Bum, bum, bum. Oh, schöner Damage. Der war echt gut. Ein paar Clanratten dazu. Escapen, yes, yes. Voll egal. Allem den nehmen wir. Gut. Hier habe ich gewonnen. Hier habe ich auch gewonnen. Fehlt nur noch hier und das war's. Schön. Sind die schon wieder alle erschöpft? Ja, ziemlich. Ja gut, die einen waren Forstmarch, klar. Die sind dann nicht mehr so fit, aber naja. Die müssten halt bald aufgeben, ne? Die haben nichts mehr. So, jetzt kesseln wir sie komplett ein. Hallöchen. So. Ist hier irgendwann mal Ende, oder? Gibt halt nicht auf, ne? Irgendwie. Dass der überhaupt noch guter Dinge ist. Totaler Schwachsinn. Jetzt gibt er auf. Oder? Nicht wirklich. Egal. Und hallo. Aber jetzt doch, oder? Jetzt, ja, endlich. Gut. Gut. Das war einfach. So, ich hoffe, dass die Loyalität von Garrot, jetzt hochgeht. Ein bisschen. Oh mein Gott. Das wär ganz wichtig. Ja. Das wäre ganz wichtig. Ja, genau. Mal schauen, ich habe die Loyalität noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ab 5 ist gut. Alles drunter ist gefährlich. So, erstmal ausrauben. Das ist immer das Erste, was man macht. So. Und weil ich nichts anderes machen kann, würde ich jetzt tatsächlich auf Stufe 3 gehen. Dann habe ich... aber... Wachstum. Nee, gehen wir auf Stufe 2. Ist okay. So. Okay. Should kill when you get a chance. Seltsam, sehr seltsam. Aber so ist es. So, was kriegt man hier? Ich hätte gerne noch einen zweiten Warp Border, glaube ich. Die sind schon echt solide. Teuer, aber ziemlich gut. Und dann vielleicht noch ein paar Clanratten. Ich habe Maces, ich habe ein paar mit Schilden, ich habe ein paar mit Speeren. Ja, nehmen wir noch ein paar Clanratten. Einheit der Rang 4. Stark. So, ich habe jetzt eine Schlacht geschlagen. Na, Blitzschlag machen wir am Schluss. Erstmal das hier. Aber irgendwie hat das wenig gebracht, um seine Loyalität hochzubringen. Schade. Genau. Das da. Das da. Wahrscheinlich das da, die Clan-Grube. Ja, die ist nicht schlecht, die kann ich auf 3 hochbringen.
Oder ich mache hier die Müllgrube noch. Gibt auch Geld. Brauche ich ja auch zum Forschen. Genau. Das mach mal. Okay. Dann schauen wir mal, was sich tut. Ich habe, glaube ich, habe ich den Tunnel gebaut? Ich glaube schon. Ist nicht schlecht. Wie die Zwerge sich halt so viel Bums leisten können, das finde ich halt immer krass. Na, da haben eine Siedlung und dann können sich zwei Dinger leisten. Das ist krass. Und es sind halt Zwerge. Die haben halt wirklich Wumms. Bei Skaven ist das klar. Die müssen sich da nichts leisten, aber. So. More Headskulls. Grey Harbinger of Doom. So. Wenn du jetzt nicht handeln willst. Gut, aber ganz im Ernst, das ist vollkommen egal. Ich habe mit denen nämlich gar keine Lust, mich zu verstehen. Ich gehe da jetzt einfach hin, mach Stress. Gutes. So, dann kann ich endlich forschen. Mehr Nahrung. Genau. So, und hier gibt es nochmal mehr Nahrung. Hier gibt es mehr. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Mehr Geld nicht. Recruitment Cost. Naja. Ziemlich nutzlos. Egal. Hier werde ich irgendwann noch einen Tunnel brauchen, ne? Oh ja. Dann sparen wir jetzt hier auf den Tunnel. Und gut ist. Ja. Genau. Okay, ja, schwierig. Da kommen schon wieder 1000 Zwerge an. Krass, Mann. So, niederreißen auf gar keinen Fall. Wenn ich was einnehme und plündere. Mal schauen. Konföderation, das ist halt auch bitter. So, hier gibt's gut Gold und gut Nahrung. Der ist immer noch Loyalität 1. Na, den Warp-Bohrer kriegt er noch nicht. Aber später kriegt er zwei Warp-Bohrer. Weil die sind gut. Das sind zwar jetzt keine Waffenteams in dem Sinne, die ja richtig Damage machen, aber es ist gut. Oh, Wachstum wäre auch nicht schlecht. Aber ich brauche erst. Ja. Nee. Das bauen wir nicht aus, da spare ich drauf. Das wird dauern 100, 600, 6 Runden. Na ja, gut. Erst den Tunnel bauen. Und dann sehen wir weiter. So, Handelsabkommen abgelöst, siehst. Weil, gehört auf einmal Libras. So. Deswegen ist es so egal, ob du das so rum machst oder irgendwie anders. Hat er da jetzt angegriffen oder nicht? Keine Ahnung. Drei Ork-Armeen hier üben drüben, das ist auch heftig. Puh, Loyalität 1, das nervt. Da geht so viel Geld drauf. Ich muss was angreifen, ich muss irgendwo kämpfen, aber. Was war das? So, stärkt die Loyalität, ja. Wir schicken Streitkräfte. Und dann lehnen wir's. Oh, Garrot. Warte mal, ist Garrot? Ach, ich habe jetzt wieder nicht gelesen, aber ich nehme es gerne. Passt, ist gut. Wenn du dahin gehst und plünderst. Aua. Do not enrage me further, fool. Er mag das nicht. Ja, wieso nicht? Dann darf er mich 10 Runden lang nicht angreifen. You have my attention, mortal. The god. You find me in an accepting mood. Okay. Ja, nee, das passt. Ich habe Geld gemacht. Damit bin ich sehr zufrieden. So, erstmal
das bauen. Ja, das kommt danach. 5000, ja, das braucht man nicht und das kommt auch irgendwann später. Gut, ich würde jetzt sagen, wir greifen da an. Hauen das weg. Okay. Dann rauben wir es wieder aus. Und dann gehen wir noch ein bisschen zurück wieder und plündern weiter. So. Und plündern. So. Wir haben jetzt einen Blitzschlag. Dann das da und so, das da. Hier warte ich noch. 1200 brauche ich. Boah. Macht das Wachstum? Das hier macht Wachstum, ne? Nö. Was macht ein Wachstum? Nix. Das macht Wachstum, aber... Ob ich das will? Ich meine, die Nahrung ist nice, aber ich habe gerade nicht zwingend Probleme mit Nahrung. Und 25 für 3000 ist schon ein stolzer Preis. Das macht man nicht. Sparen wir lieber das Gold. Bauen wir das da. Gibt mehr Geld, ne? Von irgendwann spreaden die Tiefenreiche. Ich muss nur warten. Das ist halt das Schöne. Ich muss nur warten. Der hat da legendäre Bogenschützen drin gehabt. Auch krass. So. Ich weiß noch nicht genau, wie Rüstung durch dringender Schaden funktioniert. Ah, Mann. Ja, okay. Also irgendwie ist das seltsam. Das geht hoch und runter und hin und her und alles und okay. So, die darf mich ja nicht angreifen. Ich meine, sie könnte, aber whatever. So. Wieder sacken. Na, Erfahrung sammeln, wieder ausrauben, wieder zurückgehen, wieder plündern. So. Genau. So. Die Intrige der 13 ist saugeil. Jetzt spare ich mich dumm und dusselig. Jetzt gibt's das noch. Spare ich noch mehr Kohle. Gut. 10 Runden. Noch 10 Runden. Dann. Hier macht nichts Wachstum, nur Nahrung. Aber das muss gerade nicht sein. Ist voll egal. So. Gut. Du könntest mal zurückgehen. Geh mal ganz zurück. Geh mal ganz zurück. Heil dich ein bisschen. Und dann kriegst du jetzt. Was haben wir hier? 5 mit Speer. Clanratten haben wir viele. Mit Speer noch ein. Vielleicht noch 2 Warpbohrer. Die sind schon gut, die sind schon echt gut. Der hat auch 2, der hat einen Katapult und so ein Schleuderer-Dingens. Na, das nicht. Das da. Gut, bisher läuft's. Kann der vielleicht hier noch irgendwas machen? Das kostet halt Geld, würde ihn aber leveln. Na, ja, muss nicht sein, muss jetzt nicht sein. Welcome to my realm. I had it done. Der ist nicht sehr stark. Ich meine, ich spiele Skaven. Ich könnte komplett unzuverlässig sein. Das wäre mir dann auch egal, aber... Naja. Okay, bauen kann ich jetzt hier nichts. Und da oben auch nichts. Aber das passt. So, hier habe ich den Tunnel. Und genau, die Vision ist weg. Sehr schön. Und hier baue ich auch. Ja, genau. Passt. Ich muss da nur irgendwann noch die Nahrung hochbringen. 10 Runden warten. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Das ist so das Ding. Ich bin ziemlich lost mit Creek. Und bei den Lizardman weiß ich halt, wo ich hin will, was ich machen will, was mein Gameplan ist. Nee, Geld will ich jetzt.
Kar hat 8 Gipfel. Ich meine, die könnte ich nerven, aber das bringt mir gerade gar nichts. Garrot. Ah ja, gut. Gut, gut. So, dann haben wir plus minus 2, das ist dann auch egal. Irgendwas wollte ich noch gucken. Genau, was brauche ich denn hierfür? Jungbaue. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Jungbaue. Vielleicht reiße ich das jetzt ab. Baue dann die Jungbaue hin. Ist halt teuer, ne? 1000 hin, 3 weg. Ja, nee. Obwohl. Ich hab's einmal gebaut, wenn ich's abreiß, ist es dann weg. Probieren wir's aus. Einfach ausprobieren. Und gut ist. Nee, Geld, 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 Geld. Wachstum habe ich hier. Wieso sind es so gering? Andere. Minus 55. Verstehe ich nicht. Ah. Outraged. Oh. Ah. Oh. Ha. Ja, krass. Okay, das macht es natürlich schwierig. Ha, ha, ha. Dann. Weißt du, was wir dann machen? Oh nee. Ah, das ist nicht gut. Nee, nee, dann machen wir, dass das hier schnell schlecht wird. Und gut ist. Dass das schnell rebelliert und fertig ist, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Minus 80, das tut weh. Aber okay. So ist es dann eben, ne? Gut, ich kann jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Ich meine, ich kann auch später noch. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich mache. So, Arachnos ist tot. Dafür hat es jetzt hier was Neues. Da können wir auch wieder reingehen. Töten. Oh nee. Das will ich jetzt gar. Hallo? Warum? Das finde ich scheiße. Ich wusste es nicht. Also bei aller Liebe. Ich will das nicht behalten. Okay, Leute. Ich mache jetzt hier was Uncooles. Aber ich wusste nicht, dass wenn eine... Ich dachte, ich kann es plündern. Nee, kann ich nicht. Weil jetzt ist hier alles weg. Das finde ich... Sorry. Also da hat mich das Spiel jetzt ordentlich gescrewt. Ah, ah. Das sehe ich nicht ein. Wenn ich hier... Nee. Da kann ich gleich wieder neu anfangen. Alles Geld weggeschissen. Nö. Ich weiß, ich mache immer mit Neuladen, nö, aber das ist einfach nur Bullshit. Also, wo ich die Schlacht verloren habe und so, okay, kein Ding, passiert, okay. Muss ich mich durchbeißen, aber das, ne. Aber jetzt weiß ich, wenn da eine Armee ist, eine Rebellionsarmee, dann kann ich das Ding nicht plündern. Warum auch immer. Hä? Schwachsinn, aber okay. Gut. So. Wie gesagt, genau, ich beende einfach. Ich habe eh nichts gemacht. Das passt. Der kann das einnehmen und gut ist. So ein Schwachsinn. Das muss man ja wissen. Toll. Ganz toll. Also, nee. Sehe ich nicht ein. Könnt ihr jetzt toll oder blöd finden, aber das sehe ich nicht ein. Bei keiner Liebe der Welt. So. Gut. Ich würde vielleicht mal drüben. Wo ist Numas? Da ist noch Clamors, da ist Numas. Dann gehen wir erstmal rüber. Dass wir hier plündern. So.
Ich weiß nicht, ob ich da unten plündern soll. Könnte man auch machen, ne? Ja, dann stehe ich da. Das heißt, hier gehen wir ein bisschen näher ran. Plündern dann hier. Ah, mal gucken. Mal schauen. So, kann ich jetzt noch hier forschen? Das wollte ich ja gucken. Ja, kann ich. Okay, easy. Dann kann ich jetzt hier... Ich baue jetzt die Clan-Grube, glaube ich. Weil ich meine... Nö. Das hier, die Jungdingsels. Okay. Ja, sind eigentlich auch nicht schlecht. Dann bauen wir jetzt schnell hier die Jungteile. Kostet ja nicht so viel. Reißen die danach wieder ab. Das hier bringt Nahrung. Nahrung ist gut. Nahrung ist wichtig. So, hier warte ich noch. Hier wird bald rebelliert, genau. Ist aber vollkommen egal. Krieg ist da. So, jetzt müsste die öffentliche Ordnung ein bisschen höher gehen. Öffentliche Ordnung ist für das Wachstum echt wichtig. Krass. Wusste ich auch wieder nicht, ne? Wieder was gelernt. Weil wenn das Wachstum da so krass roh einbricht, ich meine, bis ich dann die Katapulte habe, das dauert ewig. Und die Warboarder sind cool, aber... So. Ja, wir handeln. Gerne. Ja, klar. Dann handle ich jetzt mit demjenigen, den ich ausplündere. Auch in Ordnung. So. Der plündert. Ja, nee, das... Hallo? Wieso rennt denn der so komisch? Aha. Nehme ich das Geld oder die Nahrung? Ich nehme das Geld. So, wie gesagt, ich will Ratte platt machen, das haben wir schon mal gemacht. Kann ich hier dann noch plündern? Nö, dann gehen wir wieder da lang. Da ist ja gerade nichts. So, das braucht man nicht. Das hier wäre mehr Nahrung, aber ich habe gerade keine Nahrungsprobleme, deswegen muss ich hier nicht weiter drauf gehen. So. Dann gehen wir jetzt hier hin und gucken mal, was ist, wenn ich hier plündere. Gibt auch Geld. Können wir auch ein bisschen plündern. Ne? Gehört auch Libras. I have no interest in you, ja, Creature. Ja. Okay. Keiner mag mich, aber das ist egal. Das ist echt egal. So sind die Skaven halt. Ne? Die machen einfach, wie sie wollen. So. Das da. Gut. Dann. Untrusted Worm. Poison After. Ja, Poison After. Mach mal. So. Hier dauert es noch 15. Das wird immer schlimmer. Steinverwüstung, Ereignisse. Militärisches Vorgehen. Ja. Minus 80 plus 60. Das tut halt schon weh. Ja, nee, ich will ja. Ich will ja, dass das hier... Ja gut, schwierig. 14 Runden noch, dann boah, bin ich ewig alt. So, das gehört wieder dem, Hans zerbrochen. Ist so lustig, die kämpfen sich da die ganze Zeit links, rechts. So. Also die Warboarder sind nice. Ich glaube nur nicht, dass die wirklich krass sind. Dann Septik brauchen wir jetzt auch nicht. Da können wir auch schön plündern. So, Nahrung geht runter. Wenn die Nahrung runtergeht, dann können wir das hier ausbauen. Haben wir da oben noch irgendwo Nahrung ausbauen? Yep, sehr schön. Das sind Investitionen, die kann ich gerne tätigen. So, das macht Wachstum. Oh, das ist gut. Dann kriege ich hier nochmal Wachstum hoch. Minus 80. Rebellion, noch mehr Wachstum. 20, das wird immer. Okay, hier kriege ich kaum noch Geld. Dann kann ich es auch sein lassen. 9 Runden gegen 20, das ist besser. Machen wir das so. Weil ich will ja hier hochkommen. Ne? Ich will ja hier das Ding haben. Und dann kann ich Katapulte bauen irgendwann. 2 bis 4. Ich hätte schon gern. Oh. Ah ja. Gefällt ihr nicht. Gefällt ihr nicht, dass ich da plündere. Aber sie kann nichts machen, ohne ihr nicht Angriffspakt zu brechen. Ne? Das ist das Ding.
Okay, ja. Ich mache jetzt noch 20 Minuten, dann bin ich durch. Dann ist 9 Uhr, habe ich ordentlich wieder durchgesuchtet, nichts geschafft, aber whatever. Und dann, ja. Hi, Queen Kalida. A snake will strike if angered. Do you risk? Ja. My liches advise caution. The challenge me. Ja, gut, The council's voice. Ich sehe halt gar nicht, was da drin ist, ne? Die Stufe 10 gegen Stufe 3. Ich glaube, hier sollte ich abhauen. Ja. Ist gefährlich. Gehen wir da wieder hin. Oder Scary Move. Ready Claws to Raid. Ich meine, es sind halt 100 Geld, die ich habe oder nicht habe. Ich könnte es aber auch erstmal gut sein lassen. Ist jetzt nicht so schlimm. Hier mache ich richtig Kohle, das finde ich toll. You have relics that belong to me. Hand them over, creature. So. Krieg kann ich jetzt nicht machen. Aber er könnte mir den Krieg erklären, wenn er möchte. Ich hoffe es aber, er macht. Das wäre eigentlich ganz gut. So, 5 Runden. 8 Runden. Na, bleibt man mal bei 5. Die 400. Ja. Nee, komm. Öffentliche Ordnung. Schneller Wachstum. Ich will die Katapulte haben. Die haben mir letztens so krass gefehlt. So, er hat jetzt Plünderer bekommen. Gute Quick. Mehr Gold. Und die öffentliche Ordnung beim Gegner geht runter. Auch nicht schlecht. Ja. So, da sind die Zwerge. Das heißt, da könnte ich auch noch plündern. Warpsteinrüstung. Gewinnt die folgende Schlacht. Oh ja. Das gibt Geld, Erfahrung und Stuff. Ja. Das sieht ja easy aus. Okay. Ah, der hat Kanonen. Das macht aber nichts. So. Der hat zwar Kanonen, mehr als ich habe, aber je nachdem, wie es ist, kann ich da mit Dings aus der Tiefe gut was raushauen. Das ist schön. Muss man mal sehen, ne? Muss man einfach mal sehen. So. Okay. Says his armor is more special than mine, does he? Then I will take steal it. I am quick. The best stuff shall be mine. But cunning is this vermin, yes, yes. I will have to be wary. Make sure clan rats set off the traps. Better they die than me. Scurry forward now. Begin fight. Kill. Genau. Kill. So. Wo sind seine Katapulte? Da sind sie schon mal nicht. Okay, der will sich sammeln. Das sollte ich versuchen zu verhindern. Der will sich hier zurückziehen und sammeln. Das ist böse. Das heißt, ich muss ihn unbedingt aufhalten. So, mach mal Böllerei, bitte. Viel Böllerei. So. Gut, Katapulte schießen. Sehr schön. So. Ist gut. Habe ich schon mal schön Schaden gemacht. Und hier muss ich halt gucken, ob ich da irgendwie reinkomme dann. Mal schauen.
So, die können vorne. Können nach vorne gehen. So. Schön von der Seite reinflanken und die Kanonen töten. Ich meine, da wird 1000 Stuff sein, aber ist egal. Schön drauf, schön drauf. Genau, da gehen wir von der Seite rein, das ist eigentlich ziemlich cool. Würde ich hier auch machen. Einfach von der Seite so rein. For Clan for me. Sterbt für mich, ja, ja. Geil. Ja, ist ein toller Anführer. Ne? Ist ein toller Anführer. So, machst mal das hier. Schön Damage drücken. Oh, da kommen Verstärkungen. Das tut jetzt weh. Aber ich muss natürlich... Hat er noch irgendwo Kanonen? Ja. Oh boy, das schaut gerade ein bisschen doof aus. Der kann da nicht hinschießen, ne? Oh man. Da kann er hinschießen. Das schaut jetzt schlecht aus, weil ich hier komplett verliere. Ich glaube, da ziehe ich mich eher zurück, oder? Ja, obwohl. Das könnte klappen. Die müssen halt hier weg. Das tut hier sehr weh. Ja, ja, die müssen hier weg. Ich finde es auch doof, dass ich so wenig nur rauszoomen kann. Das ist echt ätzend. Ja, ja, falls wir fliehen. Hier tut sich gar nichts. Das ist auch böse. Oh! Och nö! Och nö! Oh, scheiße! Das ist jetzt ganz bitter. Oh Mann. Ja, nee, das ist. Oh Mann. Das ist ganz schlecht. Oh Mann, das ist ganz, ganz schlecht. Der hat sogar Rattenober. Wow. Oh Mann, das ist halt nur ein riesen Cluster-Gebumse hier. Ja, warte mal. Nö, das ist ja schöner Schaden. Das machst mal. Die müssten ja eigentlich richtig reinböllern, aber tun sie halt nicht. Ah, die Kanonen sind ein Problem. Oh ja, die Kanonen sind ein Riesenproblem. Oh Mann. Oh. Schaut nicht gut aus. Die Kanonen sind voll kaputt. Das sieht sehr schlecht aus. Ja, ja, ja. Krass, Mann. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das so... Da stand halt nichts von Verstärkungen werden erwartet oder, oder. Ja. Kanone wurde zerstört. Ja, ja, das ist durch. Ha! Oh Mann! Ey, dieses Spiel! Ja gut, okay. Ist halt so, ne? Alles tot. Okay, kann ich nicht ändern. Gut. So. Ja. Cool. Cool.
Cool. Ich meine, es war klar, dass irgendwas passiert, aber. Okay. Okay. Also, wieder alles tot. Vielleicht wieder alles auf Anfang. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Mal gucken, ne? Ob ich jetzt hier sag. Lass mal's. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Meine drei Runden kann ich das machen, dann kann ich mir die Katapulte holen. Ist halt schade für die Ratten, die Sturmratten. Aber gut, so ist es halt. Oh, muss man mal gucken. Was? Alles nicht so einfach hier. Alles nicht so easy. Aber so ist es. Ja, genau, den, ja, für 1000 Gold mache ich jetzt hier einen Riesenfehler, genau. Ja, Gold wäre schon nicht schlecht, ich brauche das Gold. Sind eh zwei Runden und zwei Runden, dann passt das. Und die jetzt ankommen will, dann schauen wir mal, dass wir sie empfangen. Das braucht es gerade nicht. Das passt. Irgendwann gibt es woanders die Tiefenreiche. Ja, genau. Passt schon. Na, passt. War alles wieder teuer. Aber gut. Ist ja noch nicht vorbei. Ist ja noch nicht verloren. Aber gut. Gut. Nee, ich will eine Armee mit 4 Katapulten haben. So. Eine Armee mit 4 Katapulten. Ich wette, ihr lacht euch komplett schlapp über all die Fehler, die ich mache. So. Wie ich das hier verkacken soll, wüsste ich auch gerne. Weil ganz im Ernst, das ist ein Hinterhalt. Ja gut, er hat Streitwagen. Er hat Streitwagen. Aber ja, ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Wenn ich jetzt hier wieder verliere, dann ist Ende. Dann ist also Aufnahme endet dann sowieso. Weil ich habe keine Zeit mehr. Muss noch Küche machen und so ein bisschen chillen, bevor es in die Arbeit geht. Und ja, das ist so das Ganze. Okay, also. Seine Streitwägen sind da hinten. Okay. Das heißt, die brauche ich eher hier. Die Warpbohrer stelle ich mal ein bisschen hinten mit ran. Die werden so ein bisschen. Genau. Clanratten, Sklaven und Speer. Da haben wir noch welche mit Sperren. Ja, viel guten Scheiß habe ich hier nicht, ne? Das ist natürlich bitter. Okay, pass auf. Die sind so groß. Die kommen jetzt von hier. So, ein Warpbohrer können wir. Ja, passt schon. Haben wir hier noch Speere? Dann tauschen wir das aus. Oder haben wir hier noch irgendwo. Mach mal so. So. So, wir gehen drauf. Wir machen hier irgendwie. Hallöchen, keine Ahnung. Die Warpbohrer müssen eigentlich eher dahin. So, wo sind meine beiden Warpbohrer? Da habe ich einen. Da habe ich einen, aber der muss noch näher ran.
bisschen noch. Ja gut, so, dann schön den Wortblitz machen. Boah, macht ein bisschen Damage, ist okay. Todesgeier. Okay. Ja, mal gucken, wie das hier ausschaut. Bisher nicht so toll, ne? Aber schauen wir mal. So, die Warpoder brauche ich halt. Die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig. Ich könnte natürlich machen, dass die jetzt... Ich weiß es nicht. Ich sehe hier halt nichts. Die stehen halt nebeneinander. Das ist halt echt bitter, aber... Da müsste ich halt so hin hier. Dann ist es ein einzelner. So. So, Geschossresistenz weghauen. So, die kassieren ordentlich Damage. Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, gegen was sie kämpfen oder wo sie kämpfen oder... Keine Ahnung. Irgendwas haben sie Probleme. Ich sehe halt nur nicht mit was. Das ist so das Problem. So, der verliert jetzt Rüstung, macht dafür aber richtigen Damage. Ich hoffe, das passt. Ansonsten RIP halt, ne? Das sieht eigentlich ganz okay aus. Glaube ich. Ja, eigentlich schon, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das gewinne ich. Oh, ein Glück, Mann. Ich hatte so Schiss, dass ich hier komplett wegsterbe. Aber man darf halt dem Auto-Resolve-Dingsel nicht immer glauben, ne? Oh, schab die. Ja, die sind ganz gefährlich. So. Gut. Die haben jetzt auch eine schlechte Bindung, die Tomb Kings. Und das macht halt dann irgendwann, dass die zerfallen. Glaube ich. Genau, hier zerfallen. Causes damage to itself. So, das heißt, wenn die zerfallen, dann... So, jetzt zerfallen die einfach. Die zum Beispiel werden nicht angegriffen, aber ihr seht schon hier, das tickt einfach runter, der Damage. Ne? Haben wir es geschafft. Ich meine, die stehen irgendwann wieder auf, klar, jetzt nicht in der Schlacht, sondern auf der Weltkarte, glaube ich.
Aber ja. Gewonnen. Haben's geschafft. Sehr schön. Ja, so viele Dings aus der Tiefe hätte ich gar nicht gebraucht, aber passt. Oh, das war anstrengend. Aber wir sind noch am Leben. Das ist das Wichtige. Wir leben noch. Die Kampagne ist noch nicht verloren. Das können wir noch schaffen. Und eigentlich finde ich es ziemlich cool, wenn man eine Kampagne schafft, wo man auch mal Probleme hatte. Weil wenn ich alles immer nur gewinne, wäre es auch doof. Ich muss halt wirklich lernen. Also da, gut, die eine Schlacht darf ich halt erst schlagen, wenn ich wirklich stark bin. Das heißt, ich brauche Winds of Magic. Das ist wichtig. Mindestens einen solchen Priester oder so. Drei, vier Helden insgesamt. Drei, vier Katapulte. Oder vier. Vier Katapulte, vier Helden. Das sind schon mal 8 Leute. Ja, dann ein paar Clanratten. So 4 Stück, 6 Stück. Verschiedene. Bisschen was mit Speeren. Und ansonsten noch irgendwas Heftiges. Jazails zum Beispiel. Oder Waffen, andere Waffenteams. Ja. So, ich nehm's Geld. Das Geld ist gut. Ich hätte wieder so lang aufgenommen. Und am Nachmittag werde ich bestimmt wieder aufnehmen. Könnt ihr euch drauf verlassen. Knapper Sieg. Oh, schon irgendwo. Aber es ging. Bin zufrieden. Das Chaos regt sich. Das habe ich schon mal gelesen. Das mache ich nicht nochmal. Clan Vulkan. Das braucht es nicht. Und Intrige des Untergangs. Da sind wir jetzt wieder so weit, dass wir den Typen nehmen. So. Ja. Der läuft wieder. Der läuft wieder. Der läuft wieder Richtung Itza. So. Garrot, du kannst dich da hinstellen und kannst plündern. So. Und hier kann ich endlich dieses Gebäude bauen. So, dauert 4 Runden. Ja, öffentliche Ordnung, whatever. Ist halt so, dann repariert der Scheiß wieder. Wachstum brauche ich jetzt nicht mehr so krass. So. Gut. Jetzt, genau, wir haben jetzt kurz nach 9. Ich lasse das jetzt noch einmal durchlaufen. Und dann ist Ende. Ich würde gerne noch weiter zocken, aber ich muss noch Küche machen, mich auf die Arbeit vorbereiten, weil die wird heute wieder. Die Frau, die ist so schlimm. Die sind alle schlimm. Keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, von vorne und hinten dauernd noch verarscht zu werden. Und ne. Oh! Lärmbelästigung. Den Aufsehern fällt auf, dass die Skaven-Sklaven in letzter Zeit weniger produktiv sind. Wie sich herausstellt, meiden sie gewisse Abkürzungen, weil seltsame Geräusche aus der Tiefe dringen. Ihr Auftrag, eurem Kommandanten der Sache nachzugehen. Und dieser meldet den Fund eines verlassenen Labors. Darin fand sich ein einziger Gegenstand, eine Schatulle, aus der ein wahrlich verstörendes Geräusch ertönt. Okay, ich kann sie untersuchen. Forschungsrate. Bezahlt den Finderlohn, Loyalität und Schatzkammer. Zerstört den Dämon. Auch nicht schlecht. Oder stehlt die Schatulle. Discourage that greatly lowers contact effect. Discourage. Loyalität minus 5. Ich glaube, ich nehme erstmal das da. I will touch Black Pillar. So. Gut. Too weak to betray. Dann warten. Mehr geht nicht. Abspeichern und Ende, weil das könnte ich bauen, finde ich, muss ich aber gar nicht. Das hier könnte ich bauen, muss ich aber auch nicht. Die 5% reichen. Das passt. Irgendwann wird es klappen. So. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Oh, was war das denn? Hä? Hallo? Okay. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.
Thank you.